Jetzt ist ja mal genial. Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge Arctic Operation. Wie ihr seht, sind wir jetzt schon hier in diesem Biom wieder. Das Bino ist offensichtlich mit teleportiert worden, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und zwar möchte ich jetzt das Harz rausholen und gucken, wie viel Harz durchgelaufen ist. Danke sehr. Tut mir leid. Damit wir unseren Gemüsekuchen bauen können. Ich habe noch ein Stück näher ran. Da haben wir ja den Harzsammler. Und wir gucken mal, wie viel da durchgelaufen ist. Harz. 20 Stück. Das ist ein Anfang, denke ich. Und wir brauchen ja nichts weiter außer noch das Gemüse. Und da gehen wir jetzt gleich zum blauen Biom. Und gucken mal, ob wir aus dem Kochtopf schon ein paar Gemüse herstellen können. Diesmal ist kein Spino mit. Okay. Füll ich alle mal auf. Dann geht das vielleicht besser jetzt. Ist vielleicht die bessere Möglichkeit, das Ganze zu machen. Wenn ich jetzt 10 eingebe, geht da noch mehr? Ich glaube nicht, ja. Gut. Ich hatte gerade eben richtige Hammerklug gehabt, Leute. Das war ja richtig extrem. Dann können wir uns eine Low-Level-Schnecke holen. Also einfach die erste, die ich sehe, würde ich sagen. Nice, das werde ich. Fünf Kuchen. Sind eine nette Zahl. Die Karkinos kommt mit. Ich raste aus. Wenn die noch mitkommen, Leute, dann fresse ich richtig im Besen. Sage ich euch so, wie es ist. Das kann eine knappe Geschichte werden. Basta, aber soweit. Soweit, so gut, Leute. Ein Mann frei. Gucken, wir hauen den Kuchen erstmal jetzt hier rein. Und wir gucken gleich mal, dass wir eine Ziege finden. Beziehungsweise ich nehme mal hier zwei Stück raus. Leg die mal mit hier rein. Das tue ich gleich auch mal draus. So, mal gucken mal, was wir finden. 1000 Füße killen wir natürlich auch. Chitin ist immer gut. Krass. Ich guck einfach mal hier hoch, ob ich eine Schnecke finde gleich. Wäre natürlich gut, wenn wir nicht hier kilometerweit laufen müssen wegen einer Schnecke, wegen noch Schnecke. Blaue Gems brauchen wir erstmal nicht. Okay. Lystruhe. Schnecke. Level 80, nehmen wir gleich. Oder wie viel brauchen sind die? Wenn die jetzt mehr als 2 nehmen, dann nehme ich sie nicht. 2 Gemüsekuchen. Die nehmen wir gleich, wirklich. Let's go! Nehme ich ja eine Betäubungspfeile. Nice. Kuchen raus. 2 Stück. Können wir schon mal ein bisschen anfangen mit dem ganzen Gedödel. Ich hoffe jetzt mal, dass die nicht noch mehr braucht. Ja, ansonsten haben wir hier noch Kollegs drin. No, haben wir nicht. Verdorbenes Fleisch ist immer gut. Ja, da fehlt ja wirklich einiges.
Die Rohrratte wird ja was drin haben. Okay, das ist alles voll. Das habt ihr automatisch found. Heilige Nachschau. Zwar zwei für das da. So. Zwei Kuchen steht da. Wir, die lügen uns an. Dauert jetzt ein bisschen. Aber gut. Tausend verdorbenes Fleisch werden wir fast jetzt kriegen. Beziehungsweise ja. So, ich guck mal hier, ob jetzt mit Treibern durch sind. 980. Geht langsam voran. Zeug ist noch drin. Genug, genug. Ha. Nice. Ich würde sagen, Leute, ich bringe hier nochmal eine Foundation-Reihe vorne ran. Die gehen auf jeden Fall. Damit wir eine ordentliche Fläche haben. Und dann machen wir Rampen ran. Sorry, meine Freunde. So. Oha. Ich würde sagen, wir machen hier noch eine... Ja, wobei... Nee, das reicht auf der Reihe. Jetzt machen wir natürlich noch Rampen vorne. Und zwar 6 Stück Rampen machen wir einfach mal. Metallrampen. Haben wir noch gar nicht freigeschalten. Ramp. Metallramp. Da ist überhaupt eine Rampe. Jo. Nicht, dass wir eine Dings bauen. Eine. Hat die. Ich brauche jetzt nicht wirklich noch eins, oder? Das Game verarscht mich hier. Das Viech will 3 Kuchen haben. Die haben uns verarscht, der Scheißmod. Okay. Schließt noch Milch an. Ziege regeneriert sich von. Beziehungsweise ich kann mal gucken, dass die hier. Die ist witzig. Es geht immer um das Leben. Bringt zwar nicht viel, aber ja. Ich weiß ja nicht, ob das Sinn macht. Okay. Jetzt gucken wir ja schon mal von vorne ordentlich hoch. Boah, die Schnecke ist fertig. Ich kann mal gleich mal auf passiv stellen. So, das kann auch wieder weg in den Kühlschrank. Super. Und die Schnecke. Ich kümmere mich um die Schnecke. Ich muss mir erstmal einen Platz machen. Für die Schnecke, wo ich hin tun soll. Gucken wir halt hier drüber, ob das geht. Hitching Post. Okay. Hitching Post. Mache ich einfach mal, ich würde sagen. Hier ran. Ich hole mal die Schnecke hier rüber. Sieht aber schön aus, die Schnecke. Sieht schön aus. So, jetzt kommen wir wieder drauf. Ü nochmal so. Anhitchinus, Hitchinus, Brand Aratina. Genau. Wenn ich die jetzt auf Wandern stelle, dürfte sie sich nicht bewegen, rein theoretisch. Müsste aber trotzdem produzieren. Okay, die hat Gewicht. Die verliert Gewicht auch wegen Leben, okay. Beziehungsweise die. Verliert Nahrung. Okay. Die macht erstmal Dingsens, Aratina passt dann.
Die Item Collector müssen wir noch drin haben. Genau. Item Collector. Den machen wir gleich mal mit hier in der Ecke hin. Boah, also. Vier Stück brauchen wir davon auf jeden Fall. Da fehlt natürlich wieder Stein. Okay. Das ist natürlich wieder lustig, wenn man von vorne an der Seite keine Rampe dran hat. So, hier haben wir jetzt noch Gammelfleisch, das ist nice. Was tue ich hier? Ich wollte eigentlich Dingsen, ja. Okay. Ich hatte doch Fleisch reingetan. Dann tue ich mal hier mal der Hälfte rüber. Nochmal alles halbieren. Das kommt wieder weg. Steindinger mache ich mal hier. 1, 2, 3, 4. Und dann mache ich Metallpilars. Pilar. Momentchen, das war Doppel-L wahrscheinlich. Medium, High, Large. Ich denke, wir brauchen tatsächlich sogar. Ich mache mal die Medium und die Dinger genau. Und dann gucken wir mal, wie hoch wir es wirklich brauchen. Ich mache mal. Okay, geh so. Ich mache mal hier von den Dreiern 4 Stück. Und dann nochmal 4 von dem, damit wir mal gucken können, wie hoch es überhaupt alles wird. Eins hier ran. Ja, eins hier ran. Komm mal noch ab, auf jeden Fall. Eins hier und hier. Und hier. Die Werkbank, die kann man eigentlich auch gleich. Jetzt bin ich wieder voll. Okay. Tue ich einfach mal alles jetzt rein. Das können wir dann gleich später machen. Jetzt mache ich erstmal die Dinger rein. Jo. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das denke. Die Tisch halt rein, aber für die Optik müssen wir es halt machen. Ästhetikgründe. Hier geht's auch an. So, ich gehe da mit der Karkinus gleich mal ran. Und guck mal, dass ich hier das Ganze noch 1 erhöht krieg. So. Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen. Ja. Jetzt glitscht rein, das ist sehr gut. Jetzt kommt noch das Interessante. Das funktioniert auf jeden Fall, okay. Das ist richtig cool. Da muss ich gerade sagen, das gefällt mir richtig gut. Erstmal hier, ich hoffe, die Dinger reichen auch. Hey, das ist ja mal genial. 10 Stück übrig. Die brauchen wir bestimmt irgendwann mal wieder. Hier, so. Eventuell auch für nochmal hier ein Stück. Nochmal ein bisschen breiter machen hier. So. Meinetwegen einfach mal nach vorne. Da fehlt natürlich jetzt. Nochmal was. 1, 2, 3, 4 Stück fehlen da nochmal. Aber Leute, das ist schon mal cool. Jetzt können wir nämlich schon mal richtig hinüber. Ich werde dann irgendwo hier einen Fahrstuhl einbauen. Dann muss ich natürlich alles noch schön bauen. Und dann ein bisschen verteilen, damit die Sachen oben und unten sind. Aber ich finde das cool, dass das so einfach funktioniert hat. So problemlos. Wenn man dann hier oben ist, Leute, guckt euch mal die große Fläche an. Also, wie kann man ja noch breiter machen, länger.
Nice. Cool. Gefällt mir ja gut. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass du das schon mal findest. Und ja, ich würde daraufhin jetzt auch sagen, das wäre es für unsere Folge gewesen erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und ein Abo würde ich mich freuen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde.